hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einem XXL Lidl Haul. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Legen wir mal gleich los. Es ist wirklich richtig viel diesmal. Und ich weiß gar nicht, was sie alles gekauft haben. Hier sind Berliner, wie ich sehe. 2, 4, 6, 7 Berliner. Als nächstes Schoko-Berliner, 3 Stück. Lecker, es riechen schon richtig wie Silvester. Und frische Eier aus Bodenhaltung. Dann Plumpbier Original von der Firma Dovegan. 6 Eiscreme Vanillegeschmack. Dann als nächstes Hähnchen Unterschenkel, oder? Sind das Oberschenkel? Ja, Hähnchen Unterschenkel. Die brauche ich auch unbedingt. Meine, die braucht Futter. Muss ich morgen unbedingt holen. Wir essen es nämlich alle. Dann Paprika. Außerdem 2 Geflügelwurst. Fleischwurst, Geflügelfleischwurst von Dolano. Die essen wir immer. Ich mag die sehr gerne. Also ich mag nicht jede Fleischwurst, aber die schmeckt, finde ich. Mozzarella von der Firma Lovizio oder Lovizio. Süßigkeiten kommen mir auch schon entgegen. Katjes Vitaminis. Noch einmal Katjes Vitaminis und Katjes Vitaminis Joghurt plus Vitamine. 2-mal Milbona Milchdrink Erdbeergeschmack und ja, 2-mal. Was ist das? Vitell Mineralwasser 2 Liter. Sind wir hier schon mal mit dem ersten Beutel durch. Und dann muss ich mal gucken, wie ich den zweiten hier herbekomme, ohne dass mir jetzt alles runterfällt. Oh, ich sag's euch hier, richtig, richtig schwer. Hier sind Getränke drin, mit Sicherheit. Dieser Apfelkuchen schmeckt immer wirklich richtig lecker von Lidl. Ich wollte ja einen selber backen, aber ich bin immer noch nicht so richtig dazu gekommen. Wenn der frisch ist, schmeckt der wirklich sehr, sehr gut. Brötchen zum Aufbacken. Rosenbrötchen, 6 Stück. Bananen. Brokkoli. Kartoffelpüree in der Billig-Variante, glaube ich, von der Eigenmarke Harvest Basket. Irgendwas ist hier jetzt runter. Nee, Miley ist an meinem Bein vorbei. Noch einmal Bananen. Die werden richtig schnell bei uns aufgegessen. Nudeln haben wir gar nicht mehr. Von der Eigenmarke Combino. Penne. Wir haben die feine, was ist das denn? Erdbeer, Johannisbeere. Das ist auch so ein Getränk, ne? Ja, eine Zuschauerin sagte mir, setz dir doch eine Brille auf. Ja, immer wenn ich hier anfange zu drehen, habe ich hier natürlich eine Brille nicht parat, ne? Ich verbummel die ja immer. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwann mein Speicher voll, Akku alle, immer das Gleiche. Und Lovizio Mini Mozzarella. Mal gucken, wie wir hier mit dem Platz zurechtkommen. Ah ja, genau, was das war, weiß ich nicht genau. Meine Brille habe ich wieder vergessen oben. Müsst ihr mich mal drüber aufklären oder wir lesen das nachher nochmal im Vlog. Hier haben wir nochmal einmal Coca-Cola. Außerdem hohes C, diesmal in diesem Pappkarton. Mildes Frühstück mit Wurzeln und allem. Die Kleine trinkt das gerne. Und dann weiterhin 2-mal Hähnchenbrust. Wird hier auch sehr viel gegessen. Diese Mikado-Stäbchen in Schokolade und Keksform. Nicht so meins. Außerdem Milbona haltbare Vollmilch. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Deswegen auch so schwer hier. Salami von Dolano. Die schmeckt relativ gut. Also könnt ihr gerne mal probieren, wenn ihr da sowas mögt. Spaghetti von Combino, 2-mal. Außerdem noch einmal dieses Erdbeermus wahrscheinlich. Wird es sein, vermute ich mal. Wir haben von der Eigenmarke Puddingpulver. Und noch einmal Nudeln. Diesmal Röhrchennudeln, Qualitätsgarantie. Marke kann ich nicht lesen. Und dann Hirtenkäse von Milbona. Außerdem Frischkäse, eine Markenbutter, auch Milbona,
Buko, der sahnige Frischkäse, Philadelphia mit Paprika, Tomatenmark haben wir gar nicht mehr, gut, dass sie das gekauft hat. Wir haben einmal Cappuccino, so einen gekühlten. Jetzt ist hier nochmal was anderes, Latte Macchiato. Außerdem Rapsöl ist auch hier total, also wir haben alles leer gemacht, kein Tropfen Öl mehr hier. Das letzte habe ich heute verbraucht, eben beim Essen kochen. Und Mozzarella nochmal. Außerdem Oliven, Barresa. Ich glaube, das sind italienische Oliven. Marmelade, Pflaumenmus. Ich liebe Pflaumenmus. Ich hatte ja Hagebuttenmarmelade gekocht und hier mit hergebracht. Ne? Die habe ich ja total auf die Erde geknallt, runtergeschmissen. Ist nichts mehr übrig. Muss ich unbedingt mal wieder mitbringen lassen. Knoblauchpulver haben wir auch, glaube ich, auch nicht mehr. Dann finde ich hier noch was Besonderes. Was ist das? Sandwich-Scheiben Gouda Milbona von der Eigenmarke. Kenne ich gar nicht. Habe ich so noch nie gekauft. Bei mir sah das Paket immer anders aus früher. Sole Vita Orange. Und das ist die Eigenmarke von Lidl. Wir haben Tomatenketchup. Den haben wir tatsächlich noch ein bisschen. Nicht mehr so viel. Sahne, Schlagsahne. Paprika edelsüß. Noch einmal Tomatenmark. Und wir haben Latte Macchiato. Noch einmal in der fertigen Version. Und Cappuccino. So, Miley. Das ist alles erstmal dieses. Und dann haben wir noch zwei riesen Tüten, die auch noch geleert werden wollen. Und die muss ich mal eben hier holen. Moment. Drei Tüten, habe ich eben gehört, sind noch offen. Gut. Erstmal dahin. Und was ist das? Was ist das? Avocado. Zucker. Noch einmal Zucker. Von der Eigenmarke, ne? Diamant, glaube ich. Ist auch eine günstige Marke. Buttergemüse tiefgefroren. Markenbutter. Goldesser Frischkäse. Schlagsahne. Noch einmal Schlagsahne. OSC 1,5 Liter. Nochmal im Karton. Noch einmal Tomatenmark, weiße Kokos und Flakes Schokolade, Milbona Joghurt griechischer Art pur. Hier haben wir Neobits. Wir haben so einen Energy Drink. Noch einmal Frischkäse. Ich muss ein bisschen schnell machen, sonst kommen wir hier ja nicht zu Potte. Nochmal Duplo, Sparpack, 7 Riegel, ganze Haselnüsse. Die hatten wir ja letztes Mal in meinem Haul auch schon. Haben wir wohl gemocht. Griechischer Joghurt noch einmal in dieser Viererpack-Version. Frischkäse Goldessa. Würzige Remoulade, Eigenmarke Lidl. Actimel. Ein großes XXL-Paket, bestimmt im Angebot bei Lidl gewesen. Und, das darfst du schon einmal nehmen. Und Jodsalz. So, und dann kommt die vorletzte Tüte. Oder die hier. Ja. Ich bin gleich wieder da. Uiuiui. Meine Enkelin ist mir gesagt, hier. Zwei Sandwichbrote. Einmal Meerkornschnitten Grafschafter. Noch ein Brokkoli. Eine Porridge-Stange. Was man damit wohl will, weiß ich nicht. Werden wir gleich erleben. Wie haben die denn ausgegeben? Das gucken wir mal gleich, weil sonst vergesse ich das wieder. Das sind ganz genau, wenn ich das dann lesen könnte, gewesen 175 Euro für den gesamten Einkauf. Das ist sehr viel. 6 Roggenbrötchen, stimmt's? 175, ne? Ja, immer richtig gelesen. Wie viel? Und 18 Cent. Und Tomaten, diese Cherry-Tomaten. Rinderhackfleisch, 800 Gramm. Ein Milchdrink nochmal in Erdbeerversion. Dieses Mousse schon wieder. Bin wirklich gespannt, was das ist. Und Rindfleisch bestimmt hier. Rinderbraten. Ja. Und zwar wie viel? 0,8 Kilogramm. Also fast ein Kilo. Die letzte Tüte. Und
Mein Akku macht noch mit. Bitte noch ein bisschen durchhalten. Ja. Das ist jetzt... Was? Ich möchte was sagen. Moment. Jetzt habe ich hier was ganz Besonderes. Und wir haben norwegische Lachsseide mit Haut. Das gute Stück hat, glaube ich, 12,49 Euro gekostet. Kann das sein? Nee, das hat 16,05 Euro gekostet. Das ist der Grundpreis, der Kilopreis wahrscheinlich. Denn es ist 1 Kilo 285 Gramm. Also haben wir Kilopreis 12,49 und 16,05 Euro hat dieses ganze Stück Lachs gekostet. Meine Tochter hat sich das gewünscht, deswegen war uns das Befehl. Zwei Auberginen, Tomaten und Champignons. Das riecht hier die ganze Zeit nach Knoblauch. Genau. Hähnchenkebab. Das schmeckt bestimmt. Ich glaube, dieses Hähnchenkebab schmeckte lecker. Ich hatte schon mal eine, die hat nicht so gut geschmeckt. Kartoffeltaschen, die hatten wir letztes Mal auch. Und nochmal Kartoffeltaschen mit Frischkäsekräuter. Das war, glaube ich, eben, welche Kräuter waren das? Eben hatten wir... Mozzarella. Und mit Mozzarella, genau, Spinat und Mozzarella war das andere. Zwei Pakete Hähnchen-Unterschenkel, beziehungsweise das ist das zweite, eins hatte ich euch schon gezeigt. Hier haben wir jetzt noch Hähnchen-Brustfilet und rote Zwiebeln, Kartoffeln. Und jetzt war's. Mein Akku war ganz lieb zu mir. Ich musste nicht nochmal aufladen. Hat mich nicht im Stich gelassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war wirklich richtig, richtig viel. Und in meinen Vlogs werde ich euch mitteilen, wie lange das gehalten oder halten wird. Also wir hoffen 2 Wochen, aber ich bin mal skeptisch. Wollen mal sehen, wie lange wir nicht einkaufen gehen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!